Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Samurai Legend Musashi. Oder auch andersrum, wer weiß. Jedenfalls bin ich seit dem letzten Mal ein bisschen wieder zurückgelaufen. Und das bisschen hieß halt nur wieder dahin, wo wir schon mal waren. Nur, dass wir den Weg nicht doppelt und dreifach sehen. Das heißt, für uns wieder schnetzeln durch die Gegner bis zum geht nicht mehr und dazu noch Menschen retten. Man könnte fast vergessen, dass wir noch ein paar Leute zu retten haben, ne? Wow. Ich hätte ihn nicht retten sollen. Minnesänger beim Zirkus Brocchio. Nein, nein, geh weg, geh weg. Hör auf zu singen. Nein, um Gottes Willen. Nö. Ja, ja, okay. Wow, gut. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Wie komme ich denn da drüben hin? Achso, das war das Stückchen, wo wir schon mal waren, ne? Als wir rumgegangen sind. Ah. Karte lesen hilft manchmal. Wir geckoen rüber. Was mich dazu bringt, dass ich theoretisch mal ein Gex Deep Cover Gecko Spiel wieder spielen sollte. Naja. Was zum... Achso. Wir sind hier hingegangen, um das Ding da zu entdecken. Okay. Ich wollte schon sagen, warum bin ich hier? Also Malbec hat definitiv gut überlegt, was er da wirklich tut. Wenn er schon die kleinen Käfer hier einsperrt, nur um sicherzugehen, dass ich nicht die Käfer zur Transportation benutzen kann. Oder vielleicht komme ich auch so dahin. Ja. Ist auch eine Möglichkeit. Ah, das ist wieder die andere Sache. Beim letzten Mal hat die Kamera sich um 180 Grad gedreht auf einmal und ich wusste, ah, okay, da ist noch etwas. Jetzt hat es nicht gemacht, schon stehe ich da. Wie komme ich denn da hin? Das sieht so nach einem Tempel aus. Hm. Faszinierend. Ah, vielleicht ist da die Statue, die ich anbeten soll. Auf jeden Fall scheint es hier windig zu sein, dem Ton nachzuurteilen. Ja, ich bin voll geheilt, aber... Lass mich raten, Gesundheit und Magiepunkte. Und ein bisschen Geld, ja, aber... Vor allem nicht, Gesundheit und Magiepunkte. Oh je. Ja, okay, er hat sie halt definitiv ein bisschen sehr verändert. Au. Ja, genau deswegen wollte ich dieses Ding jetzt zerstören. Denn es holt halt diese kleinen Viecher da wieder. Und für die habe ich keinen Verwendungszweck. Geh weg. So, haben wir die vier Beine attackiert, geht sie nach oben scheinbar. Hallo Pico, Bohnen, ältester Mann wahrscheinlich. Lass mich raten. Oh ja, sowas von. Kein Problem, mein Freund und Helfer. Verstehe. Naja, wenigstens sagt er nicht, es ist ein böser Fluch, sondern er sagt, ja, das ist Maschinerie, ne? Musst du kaputt machen. Ja, dann lass mal eine große Blüte wachsen. Ah, okay, eine Plattform. Verstehe. Und die Arachnolie sitzt in der Zeit da einfach rum. Okay. Wie nett von ihr. Ich würde schon sagen, könnte diese komische
Liebesmusik mal aufhören? Au. Au. Okay, das ist... ernsthaft? Gott. Also, das gerade mit diesen Bällen, das war ja ein bisschen, aua. Ein bisschen sehr übertrieben. Ich meine, sorry, wow. Das war ja einfach nur mies. Ja. So einfach ist das eigentlich. Drauf und gut. Ja, glatt geweckt mit dem Scheiß. Au. Einmal das Beinchen, einmal das Beinchen. Also die Arachnolie, ihr merkt, ist auch nicht unbedingt die schwerste Kreatur, die wir je im Leben bekämpft haben und bekämpfen werden. Zumal das halt immer demselben, naja, derselben Reihenfolge folgt. Reicht das so? Nein, ich muss noch eine Drehung machen. Okay. Wobei man natürlich jetzt auch erst sieht, jetzt habe ich sie gerade so in den grünen Bereich reingekriegt. Ne, ab und zu sind wir ein bisschen schneller bei sowas, aber nein, das ist jetzt erst grüner Bereich. Aber okay. Was zum Teufel? Was zum... Nein, das war mir jetzt einfach neu. Deswegen ziemliche Panik dabei, aber gut. Ah, und das war's schon. Yeah! Sie ist die Königin hiervon. Naja, gut. Wundert mich nicht, sie hat ja einen eigenen Tempel. Tut sie einem doch glatt leid, ne? Und in dem Intro, in dem sie vorkam, da hat man gedacht, das hätten die ruhig vertonen können, ne? Das ist eine relativ emotionale Szene, aber nein. Hundert alte Spinne. Buh. Ja, selbst wenn man versucht, immer das Gute zu tun, in den Augen derer, die man verletzt, ist man sowieso erstmal der Böse und zweitens bei sowas... In der Tat. Der kam mir vorhin gerade gar nicht so groß vor, aber jetzt, meine Güte. Ich habe 6 Serpico-Bohnen gerettet. Das klingt so, als gibt es 4 mehr. Ein what the fuck? Ein voll... Oh Gott.
Nein, ich denke, ich habe alle gerettet. Ja gut, die anderen waren immer, hilf mir, ich kann nicht laufen, etc. pp. Sie ist hier, yeah, ich mache alle platt. Okay. Ja, sie ist zurück. Mit meiner Hilfe. Mit meiner Hilfe möchte ich anmerken. Ja, schweigt euch an. Perfekt. Das bist du auch, aber das war zu viel. Und dann, oh Gott, oh nein. Oh mein Gott. Wird sich vermutlich machen. Das Schwert des Windes. Ja, sie merkt sich, was wir gesagt haben, aber ich meine, es ist egal. Es ist im Prinzip egal, was wir gesagt haben. Eine halbe Stunde später. Took you long enough. Wow! You look pretty good in that. What? This thing? Yeah, right. All right then, let's get this party started. Okay, I will begin the rite of transfer. Okay, sie sieht sehr... Naja, ihr scheint es nicht zu gefallen, sagen wir es mal so. Oh, sacred sword of wind, this brave soul from another world, bows in the name of the five spirits. Of mortals and of the heavens to walk with you as long as he lives. Zephyr, wind, gale, typhoon! Hey, ihr habt gesehen, das Schwert war gerade prinzipiell erstmal ihres. Allerdings bekommen wir so ein Schwert instead. Sonst hätten wir nur ein weiteres Katana. Was theoretisch auch nicht falsch gewesen wäre, aber naja. Nur noch ein Schwert übrig. Oh, the sword's different now. It's really something, isn't it? That's the sword's true shape. Wow. Well, this makes four now. That just leaves the Sword of the Void. Nice work. You're almost there. But getting that sword won't be easy. The Maiden of the Void is kinda... Kinda what? Huh? Oh, nothing. Never mind. The ceremony was a success. You should be able to use the hidden power of the wind. I only wish I'd had a chance to use it. Good. Shall we begin the board meeting? First!
I have a little announcement. Gentlemen, I brought back the Mystic Princess. Well, quite the feat, wouldn't you say? I put her away in the detention room. Well done. Huh. So, you've made yourself useful for once. Say what you will. I doubt any of you could do better. Wouldn't you agree, Mr. Gandrake? Are there any other announcements? Well, regarding the development of Picadon, I've lost interest. Packing up your toys so soon? Ha! I knew you wouldn't see it through! They don't play fair! I've decided to turn my attention fully to research and development. Do as you like. Anything else? Mr. Gandrake, the Muna Temple survey team reports that an ancient advanced civilization lies dormant below. To revive it, we must solve the riddle of the temple's inner gate. The key to that riddle belongs to a mystic maiden. Is that so? Just so happens I have that key. We'll use it to revitalize the temple. You understand, don't you, Clochette? Maiden of the Void? Huh? Surely, you don't mean... Wait a minute! I've worked my fingers to the bone for you all this time! Take Clochette to Muna Temple. You've got to be kidding! I brought you Princess Mycella, didn't I? No! What are you doing? Stop this instant! This is an outrage! Please, don't! Villains! Fiends! You all live to regret this! Serves her right, the vixen. I am most grateful, President Gandrake. Now the temple will be born anew. Still, that's pretty cold, don't you think? Please. Why do you think Mr. Gandrake brought her here in the first place? Besides, she always wanted to be of use. She's the Maiden of the Void? Shiraz, the temple is all yours. Yes, sir. Okay. Kapitel 5. Und wer hätte gedacht, dass Clochette eine Jungfrau... Naja, eine Jungfrau ist, sagen wir es mal so. Und damit meine ich eine Jungfrau im Sinne des Spiels. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich das heißt, was wir denken müssten. Wer weiß. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Aber wie dem auch sei, meine lieben Damen und Herren, wir... Wir befinden uns in Kapitel 5. Wir haben... Habe ich eigentlich die ganze Truppe jetzt oder fehlen noch ein paar? Ah, wir haben... alle... Ah. Ob wir mitmachen wollen? Ach, nee. Dafür fehlt mir eine bestimmte Technik und die kann ich noch nicht lernen. Ja. Okay, wo muss ich eigentlich hin? Banons Büro. Also bevor ich irgendwas mache, gehen wir in Banons Büro, denn beim nächsten Mal möchte ich den unteren Teil des Dschungels nochmal durchforsten. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Na gut, das wissen wir. Aber nur wir. Okay, sie hat sich nie richtig eingefügt. Klingt wie eine Außenseiterin. Ha. Sie ist nie mehr zurückgekehrt. Da, da, da. Und das mit einer Pistole in der Hand, ne?
Du darfst sie nicht in zwei teilen, sonst haben wir mehr Lehrer als vorher. Ja genau, erst das Schwert, dann zwei teilen. Woo! Taleggio. Ach, das war der Zeitungsreporter, ich erinnere mich. Ja, 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 okay. Ich habe gerade meine Karteikarten im Kopf, bin ich mal eben schnell durchgegangen. Aber ja, stimmt, das war der nette Herr, der mir auch meine super tollen Karten verkauft. Okay. Beim nächsten Mal erkunde ich den unteren Teil des Picodon-Dschungel. Wenn da jetzt noch Picobohnen sein sollten, dann kann man auf jeden Fall mehr holen. Ich habe irgendwie das Gefühl, man könnte da unten lang gehen und mehr sammeln, aber... Naja, ist wohl unwichtig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Musashi Samurai Legend. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.